Das Allerkrasseste war die Entschuldigung von einem. Ja, das waren ungefähr 15 Leute. 15? Es hat sich bis heute. 15 Leute. I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tiny bitch to pick up, I got Lucilina. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Excel im Zug zusammengeschlagen? Das ist eine Woche alt. Lohnt sich das zu gucken? Ich stehe immer, hau mal an, das Ding. Um nochmal auf die Sache zurückzukommen, wegen diesem Ereignis, weswegen ich dem anderen Jungen den Zahn ausgeschlagen habe. Das hat sich wiederholt, aber auf extremere Weise. Ich war älter, ich war, glaube ich, in der 8. Klasse. Oder in der 7. Klasse, ich weiß es nicht mehr. Wieder ein anderer Junge, der dieses Thema anspricht und sich über wirklich abartigste Weise darüber lustig gemacht hat, was dort vorgefallen ist in unserer Familie. Er hat sich so krass darüber lustig gemacht und so respektlos verhalten. Das war wirklich, das war das Krasseste, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Ich habe mich noch nie wirklich geschlagen. Gewalt ist für mich niemals eine Option. Wenn mir jemand in die Fresse schlägt, dann halte ich ihm die andere Backe hin, ja? Die Sache, dass dieser Junge sich so dermaßen über diese Sache lustig gemacht hat, hat mich so gestört, dass ich ihn am Bahnhof, ich habe ihn einfach zusammengetreten. Ich habe ihn so dermaßen zusammengeschlagen, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn so geschlagen, ich kannte mich selbst nicht mehr. Ich kannte mich... Thea, die Seite kenne ich von Excel 0. Ich selbst nicht mehr. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich in meiner Rage, der lag mit den Händen, lag er so auf dem Schotter am Bahnhof und bin mit meinen Schuhen, bin aus seiner Hand und hab so gedreht. Ja, also ich hab quasi, das war seine Hand, das ist mein Schuh, unten drunter der Schotter, da habe ich mich mit dem Fuß drauf und hab so gemacht. Ja, also ich hab ihm wirklich krasse Schmerzen zugefügt. Aber nicht, weil ich das wollte in dem Moment, sondern einfach, ich bin ein kräftiger Mensch. Also ich kann easy 200 Kilo tragen, ja. Nicht lange, aber ich könnte es. Ja, und wenn man in Rage ist und einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und man will einfach nur noch da raus aus diesem Tunnel und dann war das für mich dieser Weg, die Option. Ich habe ihn einfach so krass zerstört, der war komplett am Ende. Aber ich habe 3 oder 4 Wochen später habe ich die Retourkutsche bekommen. Da lag ich, das war das erste Mal, wo ich meinen Vater weinen gesehen habe. Wir waren im Zugabteil. Ey, das war schon, Rudi, ich will mal weiterschauen, ich will gar nicht groß dazu. Waren 15 Leute ungefähr. Ich weiß jetzt, genau. Wir waren im Zug drin, die haben ein Zugabteil, das war ein ganz normaler Regionalzug, die haben ein Zugabteil zugemacht nach der Schule und ich wurde dort drin so hart verprügelt. Ich hatte eine Platzwunde, die haben mich mit den Notschlaghämmern, die am Fenster hangen, ihr kennt doch diese roten Notschlaghämmer, ja? Die haben mich damit zusammengeschlagen. Die haben mir meine Jacke zerrissen, die haben mir auf den Kopf geschlagen mit diesen Nothämmern. Ich hatte überall Blut und blaue Flecken. Die haben ihn really... Kennt ihr, Digga, diese Notfallhammer, wenn ihr die Scheibe einschlagen müsst und dann schnell raus. Wenn der Bus brennt oder so, oder die Bahn brennt oder whatever. Digga, die haben mich damit auf den Kopf geschlagen. Bruder, bei allem Verständnis, aber das. Digga, geht zu weit. Das grenzt schon an versuchten Totschlag. Mit diesen Dingern auf den Kopf einschlagen. Uff. Digga, das ist schon... Kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist. Was geht dem Menschen ab, Digga, dass er so abdreht? Ich meine, von ihnen keine korrekte Aktion, Gewalt ist keine Lösung, pipapo, kennt man überall, sagt jeder. Irgendwann eskaliert es trotzdem. Passiert halt. Aber das ist schon brutal. Die haben mich richtig zusammengeschlagen. Das waren Leute, die waren 2, 3 Klassen über mir. Der hatte halt seine Freunde, die haben mich so zusammengeschlagen, die haben das gefilmt, die haben das für 5 Euro. Haben die das damals per Infrarot, da gab es glaube ich noch nicht mal Bluetooth, ja, die haben das für 5 Euro auf dem Schulhof verschickt, ja, müsst ihr euch vorstellen, mit Bluetooth. Irgendwann hat das dann der Schuldirektor mitbekommen, hat das Video gesehen, hat natürlich dann meine Mutter eingeladen, ja, und mein Vater, und da habe ich meinen Vater das erste Mal weinen gesehen, als der Direktor meinem Vater dieses Video gezeigt hat, ja, wie ich dort zusammengeschlagen das wurde. Das ist widerlich, Digga. Erstmal, dass sie dann mit einem Hammer auf ihn einschlagen, und dann noch aufnehmen, sodass es die Familie irgendwann sieht. Stellt euch mal vor jetzt, auch wenn ihr noch gar nicht in dem Alter seid, stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind, das wird zusammengeschlagen und ihr seht das einfach auf Video. Tja.
Schule. Und wisst ihr, was das Allerkrasseste war? Das Allerkrasseste war die Entschuldigung von einem. Ja, das waren ungefähr 15 Leute. 15. Es hat sich bis heute... 15 Leute. Der. 15 Leute. Stellt euch mal ein Bahnabteil vor, wo ihr drinne sitzt und 15 andere. Tja. Zu diesem Tag noch niemand von diesen Menschen bei mir entschuldigt, außer der eine. Der kam zu mir mit einer Tüte, wo Pringles drin waren, die waren halb aufgegessen und er meinte, ja, tut mir leid, hier hast du ein paar Chips. So. Mir geht's jetzt nicht darum, würde ich einer von den 15 sein und ich wäre dabei gestanden. Tja. Tja, selbst gegen 5 Leute. Du kannst noch so heftiger Kampfsportler sein. Wenn du in der 8. Klasse bist und 11-Klässler, 5 11-Klässler, sagen wir mal, dich in die Mangel nehmen, da kannst du nichts machen. Da kannst du noch so durchdrehen, Adrenalin haben, tja. Wird nix. Aber 15, Bruder. Dass die Pringles Box halb leer war oder halb voll. Das ist sowieso asozial. Einer entschuldigt sich und gibt dir eine halbe Pringles Box. Ja, Bruder, hier, friss, kannst du dich Frust fressen oder was? Boah. Es ging mir nicht mal um die Chips, ja. Aber er hätte. Also mir wär's rechter oder lieber gewesen, wenn er mit ehrlichen Worten zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, hey komm, das ist scheiße gelaufen, das tut mir leid. Wärst du draufgegangen? Wäre ich einer von den 15 Leuten? Weißt du, was ich gemacht hätte? Wäre ich einer von den 15 Leuten gewesen? Derjenige oder diejenige, die das bei ihnen gemacht haben, Bruder, bei aller Freundschaft, ich hätte ihn zurückgehalten oder ich hätte ihn in die Fresse gehauen. Digga, mit 15 Leute geht man nicht auf einen und schlägt damit Hammer auf ihn ein, Digga. Wo leben wir? Also ich habe schon viel gehört. Ja, kein Wurst essen, Bruder. Das ist. Ich habe schon viel gehört, aber das. Puh. Ja, Max, Alter. Also ich sehe viel auf YouTube Deutschland, aber das, ich kann hier nichts mehr zu sagen, Alter. Gib mir einfach diese halb aufgefressene Box Chips. Das war wirklich einer der krassesten Momente, wo ich meinen Vater das erste Mal gesehen habe, wie er geweint hat. Und das hat sich eigentlich so meine ganze Schulzeit hat sich das so weiter, das ging immer weiter, Dann kam ich irgendwann in die Ausbildung, da muss ich sagen, war es eigentlich ganz angenehm, ja. Ich war schlau in der Berufsschule, ich habe mein Zeug gemacht, die Leute wollten auch öfter mal mit mir dann zusammenarbeiten. Digga, auf die 15 Leute, Digga. Tja, weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Echt nicht. Kann man nicht zu sagen. Kann sich jeder sein Teil denken. Wärst du draufgegangen, wenn Excel dein Freund wäre? Meinst du, wenn ich jetzt mit in der Situation gewesen wäre? Tja, was ist das für eine Frage? Natürlich. Aber was bringt das, wenn zwei Leute auf 15...